Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Heute machen wir ein kleines Review/Unboxing oder besser gesagt Untüting, denn wir schauen uns hier die Mystery Bags, also Überraschungstüte von Next Heroes an. Los geht's direkt nach dem Intro. Ja, wie gerade erwähnt, wir schauen uns diese Überraschungstüte an und vorab muss ich sagen, ich habe diese hier von Next Heroes zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, ja, ich habe nichts dafür bezahlt, aber habe auch kein Geld bekommen dafür, dass ich diese Review mache. Das heißt, die ist ganz neutral, muss aber eben sagen, dass ich die gratis zur Verfügung gestellt bekommen habe. Deswegen muss ich auch hier irgendwo Werbung wohl einblenden, auch wenn es keine bezahlte Werbung ist, sondern ein Review-Exemplar, das ich so zu sagen habe. Ist auch explizit eine, die eben dort schon vorgepackt war. Das heißt, ich habe mir da eine rausgesucht, die schon dort waren. Und Daniel hat jetzt nicht irgendwie, also Daniel von Next Heroes hat jetzt nicht irgendwie, ja, mir eine speziell schön zusammengestellt oder so, sondern das ist eine, wie sie eben im Verkauf gestanden hat und ich habe mir dann wild eine ausgesucht. Jo, was ist das Ganze? Ich meine, Mystery Bag erklärt sich eigentlich schon von selbst. Das ist sozusagen, ja, eine Wundertüte mit, hier steht's, 10 Items sind hier drin, zum Preis von 25 Euro ist die zu haben. Das ist jetzt die sogenannte Retro Games Bag, also gibt es verschiedene, da die ja im Laden, im Next Heroes Laden nicht nur Spiele verkaufen, sondern auch Videos, gibt es auch welche mit DVDs. Ich glaube, da kosten 10 DVDs 10 Euro, gibt einen mit Blu-ray, ich glaube, die kostet 15 Euro. Nicht wirklich darauf festnageln, aber ja, das sind so die Preise, wie ich sie, glaube noch im Kopf habe. Es gibt eine speziell für PlayStation 3, die kostet 15 Euro und eine war noch gepackt mit Atari-Spielen. Die hat auch 25 Euro gekostet und in jeder Tüte sind jeweils ja 10 Spiele oder 10 Items drin. Atari war ich halt kurz davor, mich dafür zu entscheiden, anstatt eben für so eine Retro-Bag. Aber da habe ich mir gedacht, ich habe da hinten, ja, hier ist es, ne, 3 Reihen Atari-Spiele. Da wäre mit Sicherheit einiges an Doppeltem dabei. Deswegen habe ich mich dann eher für diese Retro-Tüte entschieden. Jo, und Daniel hat, wie gesagt, mir dann eine von den, ich glaube, 4 oder 5 Stück waren da noch vor Ort, zum Reviewen zur Verfügung gestellt. Er hat mir auch gesagt, was da drin ist. Also wie gesagt, 10 Spiele zum Preis von 25 Euro. Das sind 2,50 Euro umgerechnet pro Spiel. Das heißt, man kann jetzt da natürlich keinen Oberkracher erwarten. Aber es ist wohl rechtlich so, dass der Wert von so einer Überraschungstüte, der Wert von den Sachen, die drin sind, muss höher sein als der eigentliche Verkaufspreis. Das heißt, ja, es wird wahrscheinlich ein Sportspiel oder so drin sein, aber dafür dann was anderes, was ein bisschen mehr wert ist. Schauen wir mal. Aber insgesamt sollte der Wert, der hier drin ist, die 25 Euro überschreiten. Ich habe ja auch schon mal eine ähnliche Review gemacht zur Zockbox, war das damals. Da ist es ja ein bisschen anders. Da geht es weniger um die größere Menge, sondern ja, war dann, ich glaube, für 30 Euro war die Box, die ich da getestet habe. Und da waren 3 Items drin. Und das Verhältnis zeigt da ja schon, dass dort dann, ja, auch wenn 2 weniger Spiele drin sind, die weniger wert sind, muss dann schon eins drin sein, das ein bisschen höherwertig war. Und das war damals dann Warcraft 2 für die PlayStation, das dann ein bisschen rausgestochen hat. Dass sowas jetzt hier drin ist, bei 10 Spielen für 25, ein Spiel, das 20 Euro wert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen Erwartungen mal ein bisschen runterschrauben und dann schauen wir mal, was jetzt hier drin ist. Und ja, das Ganze so eine Papiertüte und die ist zugetackert. Man könnte ein bisschen spitzen, wenn man reinschaut, darf man natürlich im Laden nicht machen. Ein bisschen fühlen und krabbeln darf man, aber auch nicht zu viel. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier vorne gemerkt, von der Form her, ist hier ein Gameboy-Spiel. Aber ja, schauen wir mal, was drin ist. Einmal aufreißen hier. Ja, die Tüte werden wir nicht mehr verwenden können, da sie eh schon getackert ist und jetzt durch das Aufreißen, oh je, komplett kaputt geht. Mache ich das mal hier ein bisschen auf, dass ich besser reingreifen kann. Und ja, schauen wir mal, was hier ist. Fangen wir vorne an. Da haben wir einmal Gran Turismo 3 Aceback.
für die PlayStation 2. Jo, ein Gran Turismo-Spiel in Anleitung, schönem Zustand, ist die Platinum. Bisschen vertatscht die CD und leichte Kratzer, aber grundsätzlich schöner Zustand. Zu Gran Turismo brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Rennsimulation für die PlayStation, rein auf der PlayStation bzw. auf Sony-Konsolen. Und ja, Wert davon würde ich jetzt mal so 3-4 schätzen. Ich mache am Schluss noch mal so eine Zusammenrechnung von Price Charting, würde ich sagen. Der Einfachheit halber schaue ich dort mal kurz, was eben so der Durchschnittspreis ist. Gran Turismo 3 als erstes Spiel hier. Machen wir weiter. Ein PlayStation-Spiel Chicken Run Hennenrennen. Das ist so ein Jump'n'Run und vom Inhalt her muss man, glaube ich, ja, so aus dem Hühnerkäfig irgendwie ausbrechen und so weiter. Dinge sammeln und bla bla bla. Gibt es auch eine Version für die Dreamcast, die hatte ich mal, aber ja, damals als Dreamcast im Ausverkauf war, habe ich da einige Spiele für 5 Euro gekauft, aber dann später, ja, es waren nicht immer die besten Spiele, habe ich die dann auch nochmal abgegeben zum Teil, weil es zu der Zeit nicht interessant war, die zu halten. Jetzt ärgere ich mich über das ein oder andere. Hätte ich wohl doch sollen behalten. Ich weiß, dass Chicken Run dabei war. Das ist aber damals auch gegangen. Ist, glaube ich, jetzt auch kein hochpreisiger Titel. Wusste ich gar nicht. Eidos Classic Edition. Das ist auch wie so eine Art Platinum. Jo, ich schätze hier einen Wert von 5 Euro. Werden wir sehen, wie viel es im Endeffekt wert ist. Weiter geht's. Final Fantasy 12. Ich glaube, das ist ein Final Fantasy Teil, den man sehr oft findet auf Flohmärkten und so. Mit der Final Fantasy Serie selbst, da gibt es mehr Experten da draußen unter euch. Ich bin jetzt nicht so der große Final Fantasy Spieler und Experte, aber ich glaube, das 12er ist entweder nicht sehr beliebt oder sehr oft verkauft worden oder überproduziert worden, weswegen das ja eben, wie gesagt, sehr oft zu finden ist und ist, glaube ich, auch kein so beliebter Artikel oder kein so beliebtes Spiel. Was haben wir hier? Ist das die Anleitung? Fantastisch. Nee, das ist nur die Werbung, so ein Werbeflyer. Keine Anleitung und die CD. Ja, ist schon etwas verkratzt, aber nur so oberflächliche, leichte Kratzer. Geht auch voll in Ordnung und wird die PlayStation mit Sicherheit noch lesen. Ich weiß auch, dass so Spiele eigentlich auch getestet werden. Schauen wir gerade mal noch hier in Chicken Run rein, in Hennenrennen. Das ist nämlich nochmal in so einer extra Schutzhülle verpackt. Und kriege ich jetzt natürlich nicht mehr raus. Aufpassen, dass die Hülle. Ja, die Hülle ist natürlich sehr geil. Ein bisschen verklebt hier, aber ein sehr geilen Zustand. Für PlayStation sehr ungewöhnlich. Die Anleitung sehr schön und ich gehe von aus, dass das Spiel auch in sehr gutem Zustand ist. Ja, 1A. Denn das ist so ein typisches Spiel, das gekauft wurde und nicht so oft gespielt wurde, sondern ja, geschenkt wurde vielleicht auch von Eltern oder so. Nicht unbedingt der beliebteste Artikel. Dann, das waren jetzt 3 Stück, 10 Stück haben wir. NBA Courtside 2002. Habe ich ja schon gesagt, Sportspiele dürften drin sein. Ich bin froh, dass es kein FIFA ist oder so, weil NBA, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da geprägt von NBA Jam. Basketballspiele gefallen mir besser als Fußballspiele, vor allem wenn es ja so 2 versus 2 ist, damit man nicht so viel ja, gucken muss, wo ist der nächste Mitspieler und so viel auf die Gegenspieler achten muss. Das hier ist aber dann, glaube ich, ein normales Basketballspiel, also nicht so ein Street-Basketball. Oder? Perfektioniere dein Spiel, neue Austragungsorte. Ne, neuer Austragungsort der Spiele ist der, was, Nintendo GameCube und die. Ach so, das ist ein GameCube. Ich habe es gerade als PlayStation-Spiel hier wahrgenommen. Das ist der GameCube und die Darbietungen sind besser denn je. Ich habe es gerade nicht gerafft, dass es ein GameCube-Spiel ist. Ja, ist auch noch die Originalhülle, denn hier ist noch das NBA Holo drauf.
Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn da eine Ersatzhülle genutzt wurde, dann ist das nicht mehr ganz so original, ne? Und ja, schön, dass jetzt hier auch noch die Original-NBA-Hülle dabei ist zum Spiel. Jo, Anleitung ist dabei, auch sehr schöner Zustand. Und ja, Daniel hat mir auch im Geschäft noch gesagt, dass er eher drauf guckt, dass die, ja, die CD hat auch ein paar leichte Kratzer, ein bisschen oberflächlich, aber geht mehr als klar. Ja, Daniel, wie gesagt, hat geschaut oder schaut bei diesen Tüten, dass der Zustand von den Spielen noch schön ist. Deswegen sind es jetzt auch nicht unbedingt die Knallerspiele. Also jetzt kein in schönem Zustand 10-Euro-Spiel, das dann eben in schlechtem Zustand 2, 3 € ist, sondern sind dann eher die günstigeren Spiele, die aber in schönerem Zustand sind. So hat er mir das erklärt. Dann haben wir hier noch einen Flyer drin. Von dem Next Heroes Shop kann ich auch noch kurz hier einblenden. Hinten ist oh, Werbung für die siebte Börse Saar. Die hätte ja so schon sollen letztes Jahr im April sein. Dann wurde sie auf November verschoben, was jetzt der Flyer hier ist. Konnte auch nicht stattfinden. Jetzt im April auch nicht und ist jetzt nochmal auf nächsten Herbst oder Frühwinter verschoben. Und ich hoffe, dass wir da echt mal so weit sind, dass nochmal sowas wie eine Börse oder so ein Event, eine Convention stattfinden kann. Aber bis dahin kann man gerne hier, wenn man aus der Nähe ist, aus dem Saarland, bei Daniel im Next Heroes Shop in Saarbrücken-Scheid shoppen gehen. Und wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, keine Ahnung, was da demnächst ist, geht vielleicht noch ein Pick and Collect oder halt immer anschreiben, ob er was vor Ort hat und dann eben versenden lassen. Dann haben wir hier Marineflieger. Ich habe eben gesagt, die Atari-Box oder die Atari-Tüte für 25 € mit 10 Spielen habe ich explizit nicht gewählt, weil eben hier hinten so viel sind. Ich weiß nicht, ob ich den Marineflieger schon habe. Müsste ich noch mal gucken, aber ja, das ist kein, ich sage mal, Original-Atari-Spiel, sondern das ist so ein von Quelle oder Neckermann so nachgemachtes Spiel, läuft natürlich auf der 2600 oder auf dem Atari VCS, aber ist halt kein offiziell lizenziertes Nintendo Atari-Spiel. Und ja, hinten ist noch der Preissticker drauf, ursprünglich für 4 €, dann irgendwann für 3 €. Und ich glaube, das ist so der Preis, wo alle Spiele hier irgendwo liegen, 3, 4, 5 €. Grundsätzlich meine Atari-Spiele hier, ich sage mal, wenn ich kaufe, 2 €, 3 € ist so eigentlich für lose Atari-Spiele der regulär oder der Durchschnittspreis, und für viel mehr kaufe ich eigentlich nicht, wenn es nicht wirklich was Außergewöhnliches ist. Und ja, das hier so ein Quelle-Spiel, das kriegt man für ein paar Euro, und ich denke, 3, 4 €, die hier angesetzt waren, sind da definitiv fair und sind der Marktpreis. Dann, da kommen wir jetzt zum kleineren Kram. Also da fühle ich noch was eigentlich nicht 100% Spiele bezogen ist, gar nicht Spiele bezogen, aber ein bisschen Retro-Flair. Einmal Ahoi Brause, aber jetzt nicht das Tütchen, sondern so, ja, so eine Brausestange, ähnlich wie solche Pets, ne? Und so ein Center Shock, die sind natürlich sehr geil, so extra saure Kaubonbons, ne? Wie ein Mauam oder Mamba, aber extra sauer, die sind richtig geil. Könnten nach meinem Geschmack noch saurer sein. Jo, dann haben wir hier einmal Jewel Quest. Wenn jetzt meine Mutter ein DS hätte, dann wäre das absolut was für sie. Diese Match so und so viel. Ah nee, das ist Jewel Quest Mysteries. Das ist gar nicht ein Jewel Quest, sondern das ist so ein Wimmelbildspiel. Weil ursprünglich sind ja die Jewel Quest solche Candy Crush, Match 3, Match 4. Aber das hier ist so ein Wimmelbildspiel. Das wäre natürlich was für NES-Kommando Dennis, der die gerne mal spielt. Mehr als 50 spannende Level, zahlreiche Minispiele, perfekte Nintendo DS Gameplay. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Wimmelbildspieler. Ich hasse solche Vergleichspiele,
Bilder. Habe ich früher immer auf dem Photoplay gespielt, da war es irgendwie geil. Ne? Kennt ihr vielleicht noch aus den Spät-90ern, Anfang 2000er, diese ersten Touch-Automaten aus den Kneipen, Photoplay, wo dann so, ja, Casual-Spiele, wird man heute sagen, für eine Mark ein Spiel spielen konnte. Und da haben wir dieses Vergleichsspiel und so weiter öfters mal gespielt, findet den Fehler und so weiter. Und ja, das ist so ein Wimmelbild. Mal reinwerfen, mal reinschauen, aber ich weiß, dass diese Suchspiele nicht unbedingt meins sind. Anleitung ist dabei, Cartridge auch, und die sieht wirklich sehr neuwertig aus. Weiß nicht, ob das jetzt hier fokussiert. Sehr schöner Zustand, also das ist wirklich ungespielt, würde ich sagen. Einziges ist hier so ein alter Preisschnippel ist hier noch drauf. Kann man ein bisschen Alkohol oder so, vielleicht auch mit Seifenwasser ein bisschen abmachen, und dann sieht das aus wie neu. So, dann haben wir hier Kleinkram. Oh, das ist noch was. Das ist noch eine Brause. Das sind zwei Brausen drin. Sehr geil. Das ist so ein kleiner Bonus. Leider zweimal Himbeer, ne? Da wäre jetzt noch so ein Waldmeister, wäre geil. Dann haben wir hier das Gameboy-Spiel, das ich ertastet hatte. King of the Zoo. Ja, geil, das habe ich schon öfters mal wo gesehen. Ist jetzt auch kein teurer, denn ich glaube so 5 Euro, 6 Euro. Und ich glaube, das ist so wie ein Ping-Pong. Also wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, ist das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Man spielt eine Figur von hinten, die man selbst steuert, und dann andere Figuren, ja, hier diese Tiere, die werfen dann Bälle hier irgendwie über den Tisch auf die eigene Seite. Man muss sie dann so abwehren, so eine Mischung aus Ping-Pong und einem klassischen Pong oder Breakout. Sowas in der Art muss das sein. Ich muss mal schauen, dass ich euch hiervon auf jeden Fall mal noch Gameplay einblende. Aber cool, ja, so Gameboy-Spiel ist ja auch mindestens immer so 3, 4 Euro, wenn es nicht der absolut größte Schund ist. Und das hier ist schon ein bisschen bekannter. Also mir war es schon ein Begriff, jetzt der Name, aber weiß jetzt nicht 100%, was das Gameplay ist. Deswegen blende ich euch was ein, wenn ich was angetestet habe. King of the Zoo, und schätze ich auch so ein 4, 5 Euro Titel. Oh, da kommt mal ein bisschen Sega-Goodness. Es ist, ich habe es noch nicht gesehen, Secret Command. Secret Command. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Ich würde sagen, entweder ist das ein Shoot'em-up oder so eine Art Turrican-Verschnitt-Plattformer. Das sind so meine zwei Tipps. Oder Secret, das ist ja oft auch so ein Unterseeboot, ein U-Boot-Spiel, ne? Ist ja auch, werden auch oft Secret bla 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 genannt. Das sind meine drei Tipps, was dieses Spiel sein könnte. Muss ich mal schauen, mal reinwerfen, was Secret Command ist. Ob es eins von den dreien ist. Wer weiß, gibt mal einen Tipp ab. Und ja, dann schauen wir mal, was Secret Command ist. Ihr habt jetzt noch 3, 2, 1 Sekunden und Gameplay kommt jetzt. Ich habe dann mal ein bisschen zu Secret Command recherchiert und ein bisschen Gameplay angeschaut. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, steht auf dem Titelscreen Secret Commando. Da war wohl mit Commando und so weiter ein bisschen was nicht ganz so einfach von den Rechten her, weswegen sowohl auf dem Cover selbst das ganze Spiel Secret Command genannt haben, also das O entfernt haben. Aber im Spiel selbst war es dann wohl zu aufwendig, dann nochmal einen neuen Titelscreen zu generieren oder zu basteln oder zu coden. Ja, lustig ist auch, dass es nur bei uns in Europa Secret Command oder Commando heißt. Und in den USA ist das eigentlich ein Rambo-Spiel. Und wenn wir uns das Gameplay hier anschauen, wird ganz klar, ja, das ist ein Rambo-Spiel. Wenn ihr mehr zur ganz kuriosen Geschichte von diesem Spiel namens Secret Command, aka Secret Commando, aka Rambo, wissen wollt, dann verlinke ich euch hier oben in der Ecke mal noch ein anderes Video von einem, ja, ganz kleinen YouTuber, der leider schon aufgehört hat, so wie es ausschaut. Aber ein sehr schönes Video könnt ihr euch gerne zu diesem Spiel mal anschauen. Ansonsten verlinke ich das auch gerne nochmal in der Videobeschreibung unten. Und weiter geht's. Ich schaue jetzt mal gar nicht rein, sondern da ist noch ein N64-Spiel. Game Gear-Spiel. Was das? Sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch zwei Stück, genau. N64, NHL Breakaway 99.
Ja, ein Hockeyspiel, ich glaube, das liegt auch so im 3-4 Euro-Bereich, ne? Und brauche ich glaube auch nicht viel zu sagen. NHL, Eishockeyspiel. Nicht der größte Fan von, aber ich denke, das wird trotzdem in der Sammlung bleiben, weil ja, war in der Box, ne? Oder in der Tüte und habe ich noch nicht. Und deswegen wird es wohl bleiben. So, und jetzt haben wir noch ein Game Gear-Spiel. Ein Klassiker, Columns. Ich glaube, das habe ich schon, also das müsste ich wirklich haben, wenn ich auf so einem 3-4-1, ne, 3-in-1-Modul, gibt es ja welche, wo Columns drauf ist. Und ja, weiß ich nicht, ob ich das als Einzelmodul noch hab, schon hab. Wenn ich es noch nicht habe, kommt es definitiv rein, aber ich glaube, das habe ich nur nicht in so einem schönen Zustand. Machen wir es mal auf. Schaut euch mal das Label an hier. Ah, hier sieht man keinen Kratzer drauf, wirklich 1A Zustand. Und wenn ich es schon habe, ist das definitiv ein Upgrade und das andere kommt dann in die Tauschkiste. Jo, das war. Oh, noch ein kleiner Bonus. Ah, was haben wir denn hier noch? Noch ein kleiner Bonus, ein weiterer Sendershock. Hidden Apple. Das andere war Rolling Cherry. Okay. Und noch was Kleines. Einmal Aufkleber Retro-Börse Saar. Und darf natürlich nicht fehlen, Telespiel-Tobi-Aufkleber ist drin. Da habe ich ja Daniel im Laden, oh, eine große Handvoll, so einen Stapel hingelegt. Also wenn ihr dort vor Ort seid, nehmt euch gerne mal einen Stapel oder nee, nehmt euch von dem Stapel einen Aufkleber mit. Und ansonsten, wenn er so eine Tüte kauft, egal welche, wird auch. Ich weiß nicht, ob bei den Filmen auch eins drin ist, aber ja, ist definitiv dann auch bei den Spieledingern, bei den Spieletüten ein Telespiel-Tobi-Aufkleber drin. Sehr cool. Jo, kurz überschlagen. Ich würde sagen, jedes Spiel liegt so im Schnitt bei 3, 4, maximal 5 Euro. Wir schauen uns gleich mal nochmal ja, die Übersicht an und dann blende ich auch die Preise ein. Aber ich denke, 4 Euro, sagen wir mal, 3, 4 Euro, maximal 5 im Schnitt für so ein Spiel. Und da sind wir bei 10 Stück bei, sagen wir mal, 40 Euro. Und das sind 25 Euro natürlich ein fairer Preis. Wobei man sagen muss, es sind Spiele dabei, die ich entweder schon habe oder von denen ich jetzt nicht das große Interesse dran habe. Ist aber natürlich so, wenn man so eine Überraschungstüte kauft, ne? Deswegen ist der Preis geringer und es ist auch so ein bisschen, ja, die Überraschung, was man dann eben drin hat, das kauft man ja dann quasi auch mit, ne? Dieses Erlebnis und ja, auch so dieses bisschen Flashback. An dieser Stelle Grüße an die Flashbackers, an den YouTube-Kanal. Ja, diesen Flashback von den Mickey Mouse Wundertüten, die man früher gekauft hat oder sonst was, ne? Jo, noch mal kurze Übersicht. Das hier sind die Spiele. Schauen wir uns gleich nochmal von oben in der großen Übersicht an und dann blende ich auch die Preise dazu, die ich bei Price Charting so rausgesucht habe. Hier haben wir also nochmal die Übersicht über alle Spiele mit den Preisen dazu. Die erste Reihe hier oben, die dürfte eigentlich nicht überraschen. Gran Turismo 3, 2,20 € laut Price Charting. Ja, das hätte ich auch so bei 3 Euro irgendwo eingeordnet. Genauso wie Final Fantasy 12 mit 3 Euro. Auch keine Überraschung. NBA Courtside 2002. Ja, dadurch, dass es ein Nintendo GameCube-Spiel ist, hätte ich vielleicht 2, 3 Euro mehr erwartet. Aber 3,40 € für ein Sportspiel überrascht auch nicht. Anders sieht das hier mit der mittleren Reihe aus, gerade hier bei Chicken Run, Hennenrennen. Da habe ich bei Price Charting sogar einen höheren Preis als 10 Euro recherchiert. Waren, glaube ich, so 14 Euro. Aber das hat mich dann doch gewundert und weswegen ich dann auch ja, bei eBay Deutschland nochmal geschaut habe nach verkauften Exemplaren. Und gerade wenn wir hier schauen, dass das ja eine Eidos Classic Edition ist, ja, da ist der Preis ein bisschen geringer im Verkauf. Und da habe ich dann so ein Mittel von 10 Euro genommen. Was mich gewundert hat, ist, dass hier das Jewel Quest mit 4,50 € angesetzt ist. Und ja, da hätte ich so vielleicht 1,02 € weniger gedacht. Und was mich auch verwundert hat, ist, dass der Marineflieger 5,50 €. Es gibt nicht viele verkaufte Spiele, ein paar Stück gibt es da auf eBay, aber 5,50 € ist auch ein bisschen mehr, als ich hier erwartet habe. Ja, und wenn wir dann unten schauen, Columns, ganz klar, das ist ein 1, 2 Euro, maximal 3 Euro, hätte ich gesagt. 1,50 ist sehr gering, hätte ich aber jetzt, ja, das wundert mich so auch.
aber ich hätte da dem auch jetzt nicht viel Wert beigemessen. King of the Zoo, 5,20 Euro, hätte ich auch so gedacht, 4, 5 Euro, vielleicht 6 Euro für das Spiel und das Gameplay, habt ihr ja gesehen, es erinnert dann im Endeffekt nicht an Pong oder Tischtennis, sondern eher so an einen, ja, ein Tischtennis-Völkerballspiel. Secret Command haben wir eben auch kurz angesprochen, 5,90 Euro, nicht groß teuer, aber da es bei uns eben kein Rambo-Spiel gab, und wenn man keinen Bock hat, sich hier eins aus den USA zu importieren, kann man gern auf Secret Commando oder Secret Command, wie es auf dem Cover steht, zurückgreifen und für knapp 6 Euro gerne mal spielen. Aber Obacht, es ist wirklich sehr, sehr schwer, weil es so ein One-Hit-Death-Spiel ist und dadurch wirklich ja unheimlich schwer ist. Ja, und dann zu guter Letzt noch NHL 99 fürs N64, 6 Euro. Ja, N64-Spiele. Die einfachen und günstigen sind da immer so mit 5 Euro fangen die an und das ist halt eben auch ein Sportspiel wie das NBA Courtside. Ist nicht viel wert und das war auch nicht zu erwarten, dass da jetzt hier ein teures Sportspiel dabei ist. Alles in allem sind es gute 47 Euro, die wir hier an Wert haben. Ist jetzt natürlich so, wenn man das verkaufen möchte, bekommt man so ein Gran Turismo 3, ein Final Fantasy 12 sehr schwer verkauft oder auch diese Sportspiele, weil das ja keine große Nachfrage dazu da ist. Deswegen ist das eben ja der Marktwert, aber man müsste erstmal einen finden, der eben das Ganze hier für das Geld kaufen würde. Aber umgekehrt auch gesehen, 47 Euro, gut 47 Euro, ich habe es ein bisschen abgerundet, für den ganzen Lot und 25 Euro müsste man für diese Tüte bezahlen. Das, denke ich, ist doch ein guter Deal mit ein paar schönen Spielen und vor allem das Secret Command hat mich ein bisschen überrascht. Das King of the Zoo finde ich ein kleines Highlight. Marineflieger, schön für die Atari Collection, das habe ich noch nicht. Und vielleicht würde ich doch das NBA mal reinwerfen und Callums ein schönes Upgrade. Und Chicken Run, ja, habe ich noch nicht, beziehungsweise nicht mehr, weil ich, wie gesagt, meine Dreamcast-Version verkauft hatte. Und deswegen geht da einiges in die Sammlung über. Was war denn jetzt für euch hier das Highlight? Schreibt es mal kurz unten in die Kommentare. Was hat euch überrascht? Was gefällt euch am besten? Und ja, lasst uns ein bisschen schnacken unten in den Kommentaren. Jo Leute, das war's für heute. Die Review der Mystery Bag von den Next Heroes, die man vor Ort kaufen kann im Next Heroes Shop. Ich weiß auch, dass Daniel das online auf dem Discord verkauft hat in der letzten Börse. Also wenn ihr Interesse an so einer Tüte habt, entweder Daniel anschreiben, ist glaube ich eine Telefonnummer oder WhatsApp-Nummer, ist auf der Webseite. Die blende ich euch hier unten ein, die Webseite oder die Adresse. Und ansonsten, wenn ihr auf dem Next Heroes Discord-Server seid, Einladung packe ich euch auch gerne unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr dort auch draufgehen auf den Discord, Daniel direkt anschreiben und entweder mit der Community schnacken oder eben auch, ja, wenn ihr an sowas Interesse habt, dort ein bisschen shoppen. Und vielleicht findet ja auch in ein paar Monaten nochmal so eine Online-Börse statt, bis wir eben, wo haben wir den Flyer, nochmal eine wirkliche physische Börse mit Convention vor Ort in Völklingen wird es wahrscheinlich nochmal sein, veranstalten können. Ich schätze, dass es bis dahin noch eine weitere Discord-Börse geben wird. Jo, das war's nun aber. Danke nochmal an Daniel, an Next Heroes für diese Review-Version. Wie gesagt, ich habe die zur Verfügung gestellt bekommen. Aber trotzdem war das meine uneingeschränkte Meinung dafür und darüber. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Unboxing und mit dem Untüting sozusagen wie ich. Und wir sehen uns. Bis dann, bleibt munter, euer Telespiel-Tobi.